Die 6 häufigsten Fragen zur Nutzung des Online-Portals des einheitlichen Ansprechpartners Berlin. Was ist eigentlich das Online-Portal? Über das Online-Portal können Sie viele Formalitäten rund um Ihr Unternehmen oder Ihren Beruf in Berlin einfach und unbürokratisch online abwickeln. Welche Verfahren kann ich über das Online-Portal abwickeln? Auf der Webseite des einheitlichen Ansprechpartners Berlin finden Sie eine Liste mit allen online regelbaren Verfahren. Sie können beispielsweise Ihr Gewerbe oder Handwerk an-, um- oder abmelden. Wer nur ein Kleingewerbe anmelden möchte, ist hier auch richtig. Ihre freiberufliche Tätigkeit eintragen und zulassen, zum Beispiel als Architekt. Eine Erlaubnis beantragen, um zum Beispiel als Makler oder Versicherungsvermittler tätig zu sein. Ihre zeitlich befristete Dienstleistung in Berlin grenzüberschreitend anzeigen, wenn Sie Ihren Firmensitz in einem anderen Land innerhalb der Europäischen Union haben oder Ihre Berufsqualifikation anerkennen lassen. Was kostet die Nutzung des Online-Portals? Für die Nutzung des Portals fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren müssen, wie gehabt, bei den Behörden bezahlt werden. In einigen Fällen lassen sich die Kosten durch die Online-Abwicklung sogar reduzieren. Eine Gewerbeanmeldung oder Ummeldung kostet beispielsweise über das Online-Portal 15 Euro und bei persönlicher Vorsprache im Amt 26 Euro. Kann ich nach der Gewerbeanmeldung sofort mit der Ausübung meiner Tätigkeit beginnen? Bei nicht erlaubnispflichtigen Tätigkeiten müssen Sie nicht auf eine schriftliche Bestätigung warten. Sie können nach dem Einreichen der vollständigen Unterlagen sofort Ihre Gewerbetätigkeit ausüben. Wann erhalte ich die schriftliche Bestätigung meiner Gewerbeanmeldung? Die Bestätigung erhalten Sie nach Zahlungseingang der Verwaltungsgebühr beim Ordnungsamt. Kann ein Betrieb auch stellvertretend angemeldet werden? Ja, hierfür müssen Sie lediglich eine Erklärung ausfüllen und rechtsverbindlich bestätigen, dass Sie bevollmächtigt sind. Die Erklärung erhalten Sie automatisch bei Nutzung des Online-Portals. Weitere Informationen zum Online-Portal erhalten Sie auf der Webseite www.ea-berlin.de.